Hallo, ich bin der Thomas, wir sind hier bei der Firma Freakware und ich wollte euch heute mal das 3GX vorstellen, wie man es richtig einstellt und programmiert. In der Schachtel ist drin ein Kabelbaum, eine CD sowie ein USB-Stick. So, ich habe jetzt hier mal das 3GX. Programmieren lässt sich das 3GX entweder von Hand mit dem Setup-Knopf oder über den PC mit der lieferten CD sowie dem USB-Stick. So, wir werden es aber heute mal über den Setup-Knopf programmieren, damit man direkt sieht, wie das geht. Das 3GX kann man in verschiedenen Lagen einbauen. Entweder mit der Steckerleiste nach vorne, nach hinten. Dann kann ich das 3GX aber auch auf den Kopf einbauen. Das wird hauptsächlich im 450er T-Rex verwendet. Was ich nicht machen darf, ist das 3GX an die Seite vom Hubschrauber hängen. Dann funktioniert es nicht. So, da werden wir mal das 3X hier in diesem T-Rex 800 einbauen. Die Verkabelung habe ich schon vorbereitet. Das bauen wir jetzt hier vorne hin mit der Steckerleiste nach vorne. Und klebt das 3X möglichst parallel hier vorne zum Rahmen. Das 3GX sitzt jetzt fest und anschließend werden wir die Servokabel an dem 3GX anschließen. Hier oben sieht man die Belegung für die Ein- und Ausgänge, sehr schön beschriftet. Weiter unten befindet sich noch ein Batterie-Out- und ein Batterie-In-Eingang. Wichtig ist, dass der Batterie-Out-Ausgang mit dem Empfänger verbunden ist, sonst bekommt der Empfänger keinen Strom. Ich habe mir die Servokabel vorher beschriftet, wie man sieht, und somit hat man es etwas einfacher, die Servokabel am 3X anzuschließen. Als erstes werden wir mal das BEC anschließen. Dann machen wir die Stromversorgung für den Empfänger dran. Dann haben wir hier zwei Kabelbäume vom Empfänger hoch. Das rote Kabel nach oben auf dem ersten Steckplatz. Am zweiten Steckplatz ist es das grüne Kabel nach oben. Dann kommt für die Rollbewegung der Stecker. Dann haben wir die Nickbewegung. Dann kommt der Stecker mit Pitch. Dann einmal das Heckservo. Und zum Schluss der Regler. Am 3GX befinden sich zwei Ausgänge für Spektrumsatelliten. Diese kann man nutzen, wenn man keinen eigenen Empfänger hat. Auf der anderen Seite vom 3GX befindet sich ein Data-Eingang und ein Governor-Eingang. An dem Governor-Eingang kann ich einen Drehzahlsensor für einen Verbrennungsmotor anschließen und an dem Data-Eingang kann ich den USB-Stick für den PC einstecken. Vom 3GX gehen zwei Kabelbäume weg, sowie das Battery-Out-Kabel. Diese werden in den Empfänger an die verschiedenen Steckplätze eingesteckt. Für Futaba, Spektrum und Graupner gibt es verschiedene Belegungen. Diese kann man der Anleitung entnehmen. Wir werden jetzt mal den T-Rex einstellen.
Was ich jetzt schon gemacht habe oder was man vorher machen sollte, ist die Servohörner von den Servos nehmen, damit es da nicht zu Kollisionen gibt, falls die Servos so anlaufen. Entsprechend auch am Hecksavo. Da ich den Helio ja schon mal eingestellt hatte, brauche ich es jetzt hier nicht zu machen. Was man in dem Sender einstellen muss, ist eine Taumelscheibe mit 120 Grad Anlenkung. Das finde ich meistens unter Modelltyp Heli HR3. Meine Servos kann ich gerade stellen, indem ich auf Servomitte gehe und hier verroll, Nick und Pitch die entsprechenden Werte dann einstelle, so dass meine Servohörner gerade stehen. Die Taumelscheibenmischer finde ich im zweiten Menü. Hier stelle ich meine Werte ein für Pitch plus minus 12 Grad, bei Nick 8 Grad und bei Roll auch 8 Grad. So, und jetzt werden wir das Ganze mal einschalten. Zuerst den Sender einschalten. Etwas warten, bis es sich initialisiert hat. Das hat er schon gemacht durch zweimal zuckende Taumelscheibe. Soweit funktioniert das schon. Damit wir in das Setup-Menü kommen, müssen wir anders vorgehen. Wir werden den Hubschrauber nochmal ausschalten. Wir werden jetzt diesen Setup-Knopf hier oben auf dem 3X drücken und dann die Stromzufuhr herstellen. Es läuft dann ein kleines Leuchtband auf. Und wir sind jetzt praktisch in dem ersten Menü drin. Hier wird der Hubschrauber komplett erstmal eingestellt. Das heißt, ich muss Pitch einstellen, Nick, Roll und das Heck. Mache ich später in dem zweiten Menü. So, wir werden mal die Pitch-Leere auf dem Heli schieben. Dazu werden wir sie vorher auf 0 stellen. Das macht man meistens hier oben auf dem Motor. So, die haben wir jetzt genullt. Und jetzt schieben wir sie mal über die Blätter drüber. Wie ich jetzt am besten vorgehe, ist, ich muss erstmal schauen, ob alle meine Servos in die richtige Richtung arbeiten. Also wenn ich Pitch gebe, muss die Taumelscheibe nach oben fahren. Und wenn ich den Knüppel nach hinten ziehe, muss die Taumelscheibe runterfahren. Dasselbe gilt für Nick. Nick nach vorne ist richtig. Und wenn ich rolle, nach rechts ist auch richtig. Sollte das falsch sein, kann ich über Servo Reverse eine Umpolung machen der Servos. Brauche ich hier nicht. Soweit funktioniert alles. Wichtig ist es auch beim ganzen Menü, wenn man das durchgeht, dass die Taumelscheibe nachher auf 0 Grad stehen bleibt. Also den Pitch-Knüppel nach diesen Einstellungen nicht mehr berühren. So, wir schauen jetzt mal, ob wir 0 Grad haben. So, das haben wir jetzt. Sollte die Taumelscheibe jetzt schief stehen, kann ich das auch über die Anlage richten, und zwar über die Servomitte, wie vorhin angesprochen, kann ich jetzt zum Beispiel, wenn er über Nick jetzt nicht ganz gerade steht, beziehungsweise die Taumelscheibe nicht gerade steht, kann ich mir dann, wenn ich sie über die Taumelscheibe drüber peile, mir gerade hinstellen. Oh, das mache ich so lange, bis praktisch Nick und Roll gerade stehen.
Es gibt auch Taumelscheibenhilfen, wo man die Taumelscheibe schön vorher gerade einstellen kann. Das benutze ich nicht hier. Ich mache es meistens mit dem Augenmaß. Das reicht vollkommen aus. Ich brauche noch ein bisschen. Holz steht gut. So, jetzt kann ich direkt sehen, ob ich meine Null habe in der Pitchmitte. Das sieht gut aus. Sollte dieses jetzt nicht stimmen, so kann ich das über die Gestänge verändern. Wichtig ist auch zu prüfen direkt das andere Blatt. Hier kann man dann direkt schön sehen, ob man den Spurlauf auch hat. Sollte das auch nicht stimmen, so muss man das auch über dem entsprechenden Gestänge das hinstellen. So, jetzt kontrolliere ich direkt meinen kollektiven Pitch. So, wir stellen jetzt hier mal bei dem Hubschrauber das Ganze auf 12 Grad plus und 12 Grad minus. Dieses kann ich dann auch über die Anlage im Taumelscheiben-Mischermenü korrigieren. Und jetzt hier den Pitch. So, die andere Seite haben wir jetzt bis auf einen Grad fast da. Man kann leider nur in eine Richtung das Ganze machen, nicht auf beiden Seiten. So, wir fahren den Pitchknüppel praktisch wieder in die Mitte, wo wir 0 Grad hatten. Dann gibt es noch einen zyklischen Pitch, das ist für Nick und Roll. Ich stelle ihn jetzt mal hier auf 8 Grad ein. Ja, kommt fast hin. Die andere Seite auch. Dasselbe kann ich dann auch für Nick machen, indem ich die Fotoblätter 90 Grad zum Heli stelle. Ich werde das mal kurz überprüfen. Auch hier stelle ich dann 8 Grad ein. Das passt jetzt hier. So, damit habe ich den ersten Punkt schon durch. Ich gehe dann aus den Menüs in der Anlage raus. Also wie gesagt, wichtig ist, dass der Pitchknüppel jetzt nicht mehr berührt wird und auf 0 Grad stehen bleibt. So, dann drücke ich auf den Setup-Knopf und gehe in das nächste Menü rein. Hier muss ich dem 3GX jetzt von Nick den Weg vorgeben. Das mache ich jetzt mit der Anlage. Ich gehe einfach mit dem Nick-Knüppel nach vorne. Das 3GX leuchtet und lasse den Knüppel wieder zurück auf die Nullstellung. Der nächste Menüpunkt wäre die Richtung des 3GX bzw. der Taumelscheibe vorzugeben. Wenn ich den Heli jetzt nach vorne nicke, muss die Taumelscheibe nach hinten gehen. Die Taumelscheibe muss immer entgegen der Flugrichtung wirken. Nächster Punkt wäre für die Rollachse den Weg vorzugeben. Das mache ich auch wieder mit der Fernsteuerung, indem ich den Rollknüppel bis zum Anschlag bewege und wieder zurück. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das wäre dann das richtige Arbeiten der Taumelscheibe über Roll. Dazu kippe ich den Heli wieder über die Rollachse. In diesem Fall muss die Taumelscheibe zu mir kippen. Ich mache es jetzt mal umgekehrt vor. Wenn sie andersrum kippt, wäre das sehr tödlich für den Heli.
also das Ganze zu mir. So, damit hätten wir das erste Menü schon durch. Das 3x initialisiert sich wieder. So, als nächstes gehen wir zum Heckrotor. Um das Gestänge richtig einzustellen, gehe ich vorher hin und stelle das 3GX auf Normalmodus, klappe die Heckrotorblätter übereinander und kann jetzt so einstellen, dass die Heckrotorblätter übereinander stehen. Das mache ich dann hier mechanisch über das Steuergestänge. Diesen werden wir jetzt mal hier komplett einstellen. Voreinstellung ist einfach vom Sender aus, arbeitet mein Heckrotor richtig. Das heißt, wenn die Steuerhülse nach innen geht, fliegt der Heli rechts rum. Geht sie nach außen, fliegt der Heli links rum. So, das ist jetzt hier richtig. Das kann ich aber auch, falls es nicht stimmen sollte, über die Servoumholung vom Sender machen. So, jetzt werden wir das Heck mit dem 3GX mal einstellen. Dazu aktiviere ich den Modus am 3GX. Als erstes muss ich sagen, was ich für ein Servo habe. Ob ich ein mit 1520 angesteuertes Servo habe oder mit 760. In diesem Fall habe ich ein Servo mit 1520 von der Frequenz her angesteuert. Das stelle ich mal gerade ein. Als zweites ist es, ob ich ein Digitalservo oder ein Nicht-Digitalservo habe, also ein analoges. In diesem Fall habe ich auch ein Digitalservo. Dann kommen wir schon zum dritten Punkt. Hier gebe ich die Richtung für das 3GX ein, wie rum das Heck arbeiten soll. Das sehen wir aber gleich nochmal. Wichtig ist es jetzt erstmal den Weg einzustellen für das 3GX. Und zwar gehe ich jetzt mit deinem Senderknüppel hin und fahre so lange mit der Steuerhülse, bis sie kurz vor rechts dran ist. Dann warte ich kurze Zeit, bis das 3GX aufblinkt. Und mache das dann für die andere Seite. Immer ein Stückchen wegbleiben, nicht den ganzen Weg ausnutzen. So, hiermit sind wir auch schon durch. Dann kann ich dem 3X sagen, was ich für einen Heli habe, ob ich einen großen oder einen kleinen Heli habe. Dementsprechend leuchtet es auf. Bis 450 ist die rote Lampe an und ab 450 macht man die grüne Lampe am 3GX an. Das kann man über diesen Hecksteuerknüppel auswählen. So, dann drücke ich nur auf den Setup-Knopf. Dann gibt es eine Delay-Funktion. Damit kann ich das Heck noch entsprechend anpassen. Aber dieses lassen wir jetzt einfach auf ganz normal eingestellt an. So, wir haben jetzt das 3GX komplett eingestellt. Noch eine kurze Sache. Auf dem 3GX befinden sich noch zwei Potis für Nick und Roll. Diese habe ich jetzt auf 12 Uhr eingestellt. Dieses muss man sicher fliegen. Wir werden nachher beim Schweben probieren, ob der Heli über Nick oder über Roll pendelt. Und das Ganze werden wir jetzt mal machen.